Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir sind am Ende von Akt 3 und gehen jetzt kurz mal ins Fallnebengebiet und schauen mal, was die Gegner so sagen. Hallo, ihr seid ein bisschen langsam. Ja, ich bin an den Bildschirm drüben gewesen. Hab's gar nicht gemerkt, dass ich so weit drüber bin. So, okay. Ja, ich habe gemerkt, ich bekomme kaum Schaden über, also die Gegner sind noch ein bisschen zu schwach. Aber das fixen wir, indem wir auch durchraschen eigentlich. Aber das Fahrnebengebiet möchte ich natürlich schon noch mitnehmen. So, und hier haben wir auch das Ende des Waldgebietes. Ja. Bringt aber uns nichts Nützliches. Ja, dafür eine Full Blade, aber ja. Nehmen wir beides mit. Ich weiß es nicht, ob ich die schon habe oder nicht. Wisst ihr es? Was ich machen muss, ist irgendwie so ein Filter auf, also ein Skin auf die Maustaste. Wenn ihr einen cool guten kennt, bitte gebt ihn mir. Ich habe nach denen gesucht und ich habe keinen gefunden, der mir gefällt. Naja, sind alle hellgrün oder lila. Beides mag ich nicht gerne. Das sind Farben, die ich nicht nehmen würde. Der macht auch keinen Schaden, scheinbar. Weil er auch nicht zum Angriff kam. Aber scheinbar, ja, ich habe jetzt nicht Max. Ich habe eher Mittelresistenz, ne? Lightning habe ich doch. Nein, Cold habe ich gut. Lightning habe ich am wenigsten. Aber dennoch, ich bekomme einfach keinen Schaden mehr. Ich weiß nicht, wo der Schaden hin ist von mir, also zu mir. Gegner sind halt zu schwach. Spiel ist nicht schwer genug, sagt er und stirbt dann irgendwann mal wegen peinlichem Steuerungsproblem oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß, ich weiß. Also bei mir sind die Tote eigentlich immer wegen der Steuerung. Vor allem eben, ich rutsche die ganze Zeit aus, irgendwo in den Bildschirm rein oder so in den anderen. Irgendwie gibt es immer ein Problem mit der Steuerung. Das ist so nervig, auch weil die Leute mich gar nicht so glauben. Aber gut, ich sag's einfach, wie es ist. Ich kann ja nicht lügen, deshalb. Wenn es so ist, dann ist es so. Naja, jetzt mache ich ja immer ein bisschen Pause vom Livestreaming. Also nicht wundern, wieso keine Livestreams kommen. Aber bis das Mikrofon da ist und einfach eine neue Maus, muss ich halt leider warten. Und dann kann ich natürlich sehr gut steuern auch und ja, auch gut reden mit euch. Oh ja, Mikrofon ist älter und jetzt ja, tut sich der Geist, ja, den Geist aufgeben. Kann ich eigentlich nichts machen. Also dann immer wieder ein neues schneller kaufen. So schrockweitet. Eieiei. So, mein lieber Dominius. Ah, ich denke, das geht nicht so lange. Wir können ja mal Touch of God ein bisschen tanken. Aha, steckst dich hier. Mimi. Niemand hat eine Chance. Der sowieso nicht. Hat zwar schon Schaden gemacht, ja. Aber ich glaube, der ist normal, dass er so viel Schaden macht. Ist ja auch ein Nahkämpfer. Langsamer. Der macht überhaupt keinen Schaden. Okay. So, Dominius. Machen wir da Touch of God. Oh. Ja, aber da seht ihr, wie stark der ist, der Angriff. Das hat sehr langsam. Also ausreichend. Ja, eben Max Life ist natürlich noch nicht so gut. Weil ich keine Life Notes, also kaum Life Notes, nur die, die ich wirklich auch brauchte zum Weiterkommen, genommen habe.
bin ich natürlich noch nicht tanky. Aber die Gegner machen halt wenig Schaden, wegen Stahlhaut vor allem und wegen Defiance Banner. Da muss ich unbedingt das noch umsetzen. Ja. Das muss ich jetzt auf den Boden setzen. Anti-Bleed habe ich. Ja, es dauert halt einfach, dass die Tank hier. Wie geil! Wie geil das einfach ist. Ja, my Genesis. Oh, Long Stuff. Ein Long Stuff. Ja, sicher. Nix brauche ich davon. Das war es. Spell Damage, okay. Ja, wenn es Lightning Damage war. Was ist denn das? Ist das neu? Keine Ahnung. Das sind so Risse, so. Ja, wahrscheinlich ist irgendwas kaputt gegangen oder Dominus hatte das einfach gespawnt. Kannte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen, so heilige Risse. Weil er ist ja eigentlich einer der Guten, also einer der Guten. Er hat halt gute Spells, aber ist ein böser Typ. Ja, selbe Schuld, wenn man halt als Kirchliche dann einfach so viel Macht möchte, dass man Leute verdammt sexy landen. Selbe Schuld, dass er dann auf die Schnauze bekommt von einem Asylanten. Ich habe übrigens erst kürzlich Spartacus, die Serie, geschaut. Und, ja, ist ziemlich cool gemacht. Zwar einfach viel zu viel Blut, aber das ist einfach so extra so gemacht. Ja, und war richtig eigentlich nett. Vor allem diese Höhle der Bestie. Mein Gott. So ein Dungeon in Path of Exile einbauen. Die Höhle der Bestie, wo man PvP-Kämpfe machen muss. Gegen andere Spieler. Mit zufälligigen Waffen in Path of Exile. Boah, wäre das geil. Na gut, dann ohne Fähigkeiten beim natürlich oder so. Das wäre so geil. Ja, hallo, kleines Hühnchen. Ich möchte kurz Chicken Wings draus machen. Viel zu schwach. Mal schauen, wie weit ich jetzt mich nach vorne trauen kann. Greif die doch an, bitte, kleiner Blitz. Statikstrick, hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal will einfach Static Strike jetzt nicht unbedingt den Gegner angreifen, der am nächsten ist, also beim gar nicht angreifen. Das ist irgendwie etwas, okay, schwächen, glaube ich, heißt das. So. Ja, verkaufen gleich mal. Also das brauche ich sicher mal nicht. Nicht. Also wenn dann die Maske, ne. Wenn dann hier. Ich nehme den mal ins Lager mit der 1 und mit der 9, genau. So. Life Armor ist ja auch Schrot. Bad Gems. Cyclone habe ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Sehr gut. Okay. Sehr gut, hier ist sehr gut. Dann gehen wir gleich mal weiter. Ja, dieses Level hat mich immer so fasziniert, weil es einfach auch nur. Es ist Dreck ist, aber haben die Gegner halt einfach auch. Das erste Mal richtig schwer waren wegen dem Bluten und der Miniboss, also der Gebietsboss hier. Und ja, das ist ja eigentlich der richtige Gebietsboss, der andere ist ja der Questboss. Der war eigentlich ziemlich cool mit dem Teleport-Pfeil und dem anderen, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, aber einfach dem Gegenteil.
Mein Teleportpfeil tut dich euch irgendwo hin teleportieren und hinterlässt beim Anfangsort ein Spiegelbild. Und der andere, der Koi Arrow oder so, der macht, dass ihr euch nicht teleportiert, aber ein Spiegelbild wird irgendwo hingesetzt. Und das ist natürlich optimal für den Gegner zum Verwirren, wenn man beides einsetzt. Und ja. Okay, hier haben wir. Nein. Noch nicht. Der Gebietsboss zeigen. So viele Käferchen. Cool. Hey, nice. Ich will kurz den Gebietsboss finden. Ja, der kommt später in den Maps auch immer wieder. Aber sie haben langsam recht viel Leben, die Gelben. So langsam ist er nicht mehr so effektiv. Ah, das kann man jetzt gerade nicht bewegen. Wenn es nicht annimmt auf den Boden, der Laser. So geil. Okay, hier ist der Gewissers. Sehr gut. Der Nightwane. Und ja, der teleportiert sich immer, aber dieses Mal macht er es nicht. Er hat keinen Bock gehabt. Aber eigentlich teleportiert er sich immer hin und her. Wahrscheinlich eher, wenn er von Fernkampfwaffen getroffen wird oder so. Oder von Magi. Aber es sind beide beieinander. Der macht halt auch viel Schaden, wenn er zuschlägt. Machen wir das einfach mal. Um zu schauen, wie viel Schaden wir bekommen. Ja, nicht viel. Okay. Haben wir immer sofort geheilt wieder. Easy Bossfight. Nie Probleme. Okay. Und dann kommt man ja hier in die Mine. Und das ist very special. Weil, ja. Ist natürlich das erste Antreffen von Delph. Und das können wir eigentlich jetzt schon ein bisschen machen. Der nehme ich wegen Damage over Time. Ich werde wahrscheinlich so ein Damage, also Fire Damage over Time Beat machen noch zum Leveln. Oder zum Farmen. Ja, ich muss ein bisschen weiter. Nein. Gut. Hier ist das Spezielle, ihr müsst unbedingt mit diesem einen Typen da rechts reden. Noch nicht reingehen. Hier mal die Belohnung bekommen. Jetzt müssen wir Lightning Damage nehmen, Lightning Golem nehmen. Sonst haben wir einfach zu wenig gute Angriffsgeschwindigkeit. Clarity. Mache ich Clarity hier hin. Mache hier dann bald Attack Speed rein. Oh nein. Ja, es ist halt einfach grün. Ich brauche also rot und blau und grün. Nein, grün nicht. Zwei blau. Ich brauche zwei blau und ein rot. Okay. Wird schwer. Ist genau falsch. Ich tue jetzt hier mal einen anderen. Genau. Der da. Jetzt sind wir zwar nicht mehr so stark, aber dafür sind wir, ja. Haben wir einen stärkeren Golem. Stießkin können wir auch irgendwo anders hier rein tun. Machen wir mal. So. Damage und Minion Life. Müsste ich jetzt suchen, leider. Oh, schade. Kann ich den holen ohne hier diese Quest? Ich glaube in Akt 2 kann ich mir
Minion Lifefall. Ja. Sehr gut. Dann haben wir wirklich einen super Golem. So, jetzt haben wir mit ihm geredet. Ja. Jetzt können wir weitergehen. Okay, wir müssen den hier beschwören. Und der Golem natürlich auch. Also leider stirbt halt Holy Relikt öfters. Also ich muss den halt auch noch dort rein tun. Müssen wir halt alles blau machen. Okay, Spell Damage schnell. Okay, hier haben wir eben Stealth von Nico. Aber ich komme jetzt nicht so gut ran. Wie kommt man jetzt zu Nico hoch? Cool. Ja, einfach hier außen rum, hä? Ja, die Kisten sind eigentlich manchmal echt wertvoll. Aber eher im Endgame dann, wenn ich so Minen finde. Okay, ein Orb of Binding. Gut. Also eigentlich bekommen wir jetzt diese Power Charges. Ja, wir brauchen mehr Intelligenz scheinbar. Hallo, greif an. Genau, Steel Skin noch hin. Sieht halt alles immer wieder resettet. Wenn man irgendwas Neues trägt oder so. Oder den Game rausnimmt. Also ich komme jetzt gar nicht dort rüber. Wo Nico ist. Ja, wir haben jetzt sicher Sulfid schon. Also machen wir das einfach das nächste Mal. Da hat jemand in der Gilde etwas gepostet. Oh, Level 8. Also sind Smart. Sehr, sehr gut. Okay, nice. Ja, Assassin's Mark ist halt eher für Zauber, damit man wieder Mana zurückbekommt beim Leben. Okay, Wave of Conviction brauchen wir nicht. Okay, also. Ja, Torment Spirits sind auch sehr gut machbar, wenn sie nicht gerade immer abhauen. Aber weil wir eben nur nachlaufen müssen, nichts anderes machen müssen, ist eigentlich auch ziemlich gut. Du machst ja gar keinen Schaden. Was ist mit denn dir, mit dir passiert? Der macht immer so viel Schaden bei Necromancer. Nö. Kein Schaden. Okay. Ich habe jetzt einen Bubble gesehen. Okay. MNG. Ladungen. Energy Charges heißen sie auf Englisch. Die holen wir einfach 20% pro Schlag. Also eine Chance von 20% pro Schlag, dass wir so einen bekommen. Die halten halt nicht so lange. Dafür machen sie einfach die Crit-Chance natürlich schon sehr weit nach oben dann später. Ja, greif doch an. Sehr rumflattern, lieber Gegner. Lieber auch hier nicht.
So, jetzt haben wir noch genügend Zeit, zu den zwei Portalen zu kommen, vor dem Belly of the Beast. So, Bestia ist dann auch noch hier. Holy Chainmail. Genau, hier die Quest abgeben zuerst, damit ihr einen Skillpunkt bekommen. Und jetzt ein Skillpunkt. Also, Critical Chance, sehr wichtig. Jetzt bald machen wir nur noch zisch, 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 zisch. Der Blitz, der crittet. Ist doch wunderbar. Ich liebe Static Strike schon immer. Aber habe halt nie so richtig viele Builds gemacht. Ich habe einen Duelist mal gemacht mit Shane. Ich weiß nicht, der Slayer hatte, glaube ich, mal Shane oder wie war das? Einfach der Slayer wegen der Attack Speed. Und dann einfach alles auf Shane machen oder auch ein Pass finden. Ein Death A. Range. Ja. Ziemlich gut gewesen damals. Aber leider, ja, habe ich einfach zu wenig gespielt. Konnte den nie so richtig ab Level 60 oder 70 dann weiterzocken. Was einfach an Items gefehlt hat und an Zeit. Auch die Items zu finden natürlich. Ist dann bei Path of Exile manchmal so. Manchmal hat man Zeit, manchmal hat man nicht Zeit und dann findet man halt einfach keine Items. Solange man keine Zeit hat. Ihr müsst halt einfach schauen, dass ihr wirklich spielen könnt. Ja. Es mögen viele ihn, aber ich mag ihn gar nicht so sehr. Er tut für mich ein bisschen zu gezwungen falsch. Also recht, das Reden ist gezwungenermaßen falsch. Der Dialekt ist extra falsch gemacht und das mag ich nicht so. Ein Dialekt, entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht und wenn man ihn nicht hat und er ihn erzwingt, dann tönt es halt immer blöd. Bei ihm tönt das so blöd. Aber trotzdem, ja, es ist schon ein bisschen witzig natürlich. Man muss halt als Sprecher auch Talent haben, das haben nicht viele. Also zum Beispiel für Wasser herreißen, tönt das immer katastrophal. Hey. So ein Mexikaner redet, Ramirez, glaube ich, heißt er. Ah, oh, der redet so demotiviert, da hat man nach der Zwischensequenz schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Dabei ist es wirklich ein wunderbares Spiel. Aber es ist halt einfach zu neumodisch, also viele Sachen sind halt einfach nicht mehr so gut. Wie damals zum Beispiel Gran Turismo 2 war das viel, viel bessere Rennspiel als Forza Horizon 5. Ja, mal ehrlich, ey. Ah, muss alles Ladezeiten haben, so elend lange. Die Grafik ist jetzt nicht mal so wunderbar schön. Die Wolken sehen wirklich sehr undetailliert aus. Und ja, Nebel vor allem sieht katastrophal verschwommen aus. Okay, ich muss leider hier noch ein bisschen mehr Intelligenz bekommen. Haben wir ja bald. Muss ich jetzt hier runter? Hallo. Ja, denke schon. Okay, dann haben wir im nächsten Part schon Shane und können natürlich schon mega aufräumen. Gott, mich nerven diese Teile. Totems. Immer wieder.
Ja, diese Gegend ist nicht leicht. Für jeden Charakterbild ist diese Gegend viel schwerer als die andere. Außer man blutet sehr oft dann im Darius Stream. Aber gut. Sind einfach so ein bisschen das Highlight vom Schwierigkeitsgrad. Ja, auch von der Schönheit. Also vor allem eben, ich bin halt ein Gladiator-Fan und deshalb ist Darissa Stream natürlich tausendmal besser für mich gegangen. Also Lava ist mir ein bisschen langweilig. Aber die Gegner haben es auch dort in sich, also vor allem diese Charger. Wie heißen Tauren oder wie heißen die? Zentauren. Okay, beim Gebietsboss mit den Flammen gehe ich einfach durch. So, einfach Schrein mitnehmen. Ja, genau. Noch diesen Schrein, dass man mehr nochmals mehr Schaden bekommt. Ja, wir werden wahrscheinlich dort fast gestorben. Lieber nicht riskieren. Hallo, Totems. Okay. Ab hier geht's durch, oder? Ja, muss. Oben durch. Genau. Also dann, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ich mache dann natürlich hier weiter. Gut, erstmal eine Pause machen, dann nochmals eine Folge machen. Bis dann, tschüss.